Ja, hallo, was ist denn das? Tony Hawk's Pro Skater 3? Ja, ihr seht richtig. Und warum ist das so? Na, ganz einfach. Ihr habt Tony Hawk's Pro Skater 3 verlangt. Ihr kriegt Tony Hawk's Pro Skater 3. Ja, wo sind wir denn hier? Und auch hier in Tony Hawk's Pro Skater 3 werde ich für euch den Karrieremodus zu 100% durchspielen. Also, alle Aufgaben werde ich natürlich machen. Und irgendwie ist die Maus hier im Bild. Das ist komisch. Gut, also Karrieremodus, wie sieht das aus? Wir haben natürlich noch gar nichts, wir haben satte, wow, 54 Goals vor uns. Das heißt, das wird, wer Tony Hawk's Pro Skater 4 gesehen hat, weiß, dass das jetzt ein sehr kurzes Let's Play wird. Außer ich laber jetzt erstmal wieder 15 Minuten doof für Scheiße. Ja. So, Level spielen. Und wir haben, ja, eben diese Levels. Viele sind es nicht. Und ein Speziallevel noch, auf das ich mich sehr freue. Und wir fangen natürlich an in der Gießerei. So, das waren unsere 9 Ziele. Und mein Gott, ich kann mich noch Du erinnern, hast zwar zumindest keine damals Ahnung, habe ich aber es das hat geklappt. in einem Run, glaube ich, sogar geschafft. Alle 9 auf einmal. Aber ich glaube, dazu habe ich es zu lange nicht mehr gespielt, dass ich das jetzt noch schaffen könnte. Aber ich versuche es. Zumindest so viel wie möglich. Oder gerade hier im ersten Level sollte das eigentlich noch hinhauen. So, die 5 Ventile haben wir Hey, schon. danke. Jetzt haben wir hier nämlich diesen versteckten Bereich. Und hier ist auch gleich noch das K. Denn den Cannonball müssen wir hier rüber machen. Das war leider ein Melon. Hier ist der Cannonball. Wunderbar, ist im Kasten. Wunderbar, ist im Kasten. Ich glaube, es wird am Hidden Tape scheitern. Aber 2 Minuten sind ja auch verdammt wenig. Hier haben wir das A. Skate. Dann hier das Guss, der Gussbehälter. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen, da. Na doch, es hätte schon geklappt. Ich dachte, von der Zeit her wird es ein bisschen arg knapp. Ja, Stat-Punkte muss man Wollen wir hier im später Übrigen einen Krieg sammeln, also die gehen? bekommt man nicht. Oh, ups, durch die Aufgaben, die man so macht. Oh, den Dingstypi muss ich noch nass machen. Warum spielen wir eigentlich als Tony Hawk? Ja, warum nicht? So, Profi-Score. Hier können wir den Vorarbeiter nass machen. Wir müssen hier einfach nur grinden. Boah, ich wollte schon sagen, kostet das Zeit? Nein, tut's nicht. So. Komische Animation. So, jetzt aber schnell. Oh, er ist so verdammt langsam. Ich brauche Stat-Points. Und schaffe ich's. Oh nein! Man muss da an diesem Scheiß-Teil grinden. Och nö, warum stürzt er jetzt? Okay, schaffe ich eh nicht. Boodidoo! Ja, dann verschieben wir das wohl auf den nächsten Part. Hammer Score. Ja, was fehlt jetzt noch? Das Hidden Tape und das Gusseisen. Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich jetzt noch einen Versuch habe, hier in dem Gusseisen zu grinden, und dann werden wir noch eine paar extra für das Hidden Tape brauchen. Ja, immerhin. Ich war's nicht. Oh nein! Ich war's, ich geb's zu. Alle Mann raus aus dem Weg! Sogar noch in deutscher Sprache, also dass die tatsächlich deutsch vertont wurden. So, und das war's, naja, nochmal mit einem schönen Faceplant. Nicht Faceplant, das war schon beabsichtigt, jetzt Faceplant. Ja, Wunderbar, ist im geiles Kasten. Bild, oder? So, ist im Kasten, ich würde sagen. Ja, 8 von 9. Was soll's, ne? Ich würde sagen, dass ich ABC heiße, auf jeden Fall. Komm, ich heiße ABC, passt schon. Hallo? Ja. Warum willst du mich? So, ach, mit der Maus muss man da draufklicken. Ist ja ein Quatsch hier. So, ach, Maus, ich bin das ungewohnt. Ich spiele mit Controller, deswegen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein Tempo setzen, weil ich Tempo unbedingt brauche. Spiel speichern, ja, Spiel schon überschreiben, passt. Wunderbar, so. Und wir haben noch einen Versuch. Wir müssen noch das Hidden Tape erwischen. Und vorzugsweise, ups,
Wäre es nicht schlecht, wenn wir uns auch noch ein paar Statpoints hier zusammenklauben würden? Denn das Spiel wird schon deutlich einfacher, wenn man die hat. So, wir sind jetzt hier oben drin und müssen eigentlich nur noch hier rüber springen. Das schaffen wir. Und damit haben wir das versteckte Tape. So, was haben wir jetzt hier noch? Da oben ist noch ein verdammter Statpoint. Und jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, einer war hier noch. Und zwar in dem Bereich, den man öffnet, wenn man alle Ventile hat. Meine ich. Sicher bin ich mir nicht. Ist ja dann doch, ups, wahrscheinlich 10 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber auch ein sehr geiler Tony Hawk-Teil. Der damals ja, da ist noch jetzt, mit der Grafik ja irgendwie richtig mächtig gepunktet hat. Ich finde sie irgendwie gerade ziemlich schlecht. Vor allem nach Tony Hawk's 4. Und das war das letzte. Ja. Und jetzt meine ich, da oben war es, aber jetzt bin ich mir irgendwie, nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall zeige ich euch trotzdem mal den Raum, der ist irgendwie ganz strange. Und geht das so weit hoch. Und am Ende ist natürlich kein Statpoint. Wozu ist das dann da? Oh, damit man hier einen schönen Körper machen kann. Gut, auch nicht schlecht. Haben wir ein wenig Zeit vergeudet? Ach, da oben, ich sehe schon. Ah, ich Doofkopf. Da kommt man nämlich vom Hidden Tape aus hin. Glaube ich. Man muss. Da nach oben. So, scheiß drauf. Wir beenden den Lauf. Wir haben das versteckte Tape. Wir haben alle Ziele erfüllt, wie wir das gerade gesehen haben. Spezialtricks wären natürlich noch cool, wenn wir die auch noch eventuell vergeben würden. Eben auf die Schnelle. Nee, Manuel bräuchte nicht. Weil die wäre nicht schlecht. Nein, Tricks bearbeiten. Special Tricks. Da brauche ich, nehme ich einfach mal den Big Hitter. Oben nach unten bitte. Ups. Hallo. Hier. 1, 2, 3. Dann nehmen wir den Kickflip, Backflip. Das war allerdings. Ah, nein. Wenn wir schon die Chance haben, dann nehmen wir natürlich den Misty Flip. 900 geht völlig klar. Dann wäre natürlich noch ein Manual nicht schlecht. Dann nehmen wir den den Casper. Damals konnte man nämlich noch keine Kombination machen. Deswegen sind diese hier doch tatsächlich eigene. Ups, nee, Liproll nicht. Ach, warum eigentlich nicht? Eigene Special Tricks. Und wir gehen jetzt nach Kanada. Ah, das Eislevel. Ja, natürlich. Highscore 35.000 Punkte, 70.000 Punkte. Ich finde das versteckte Tape. Melon über diese Rampe da. Begrabe den Idioten. Befreie den, der mit der Zunge am Eisstiel festhält. Und beeindrucke die Skater. Oh, da sind sie im Mode. So, die machen sich über den hier lustig. Das heißt, wir befreien den jetzt erstmal. Mann, ist der langsam. Wie? Was? Geht nicht hier verboten? Ich glaube, es hackt. So, das. Ich glaube nicht. So, kam ja auch. Und das A. Wenn wir hier weiter grinden, dann kommen wir direkt zum T. Jetzt rockst du aber. Ich rocke immer. Zeig mal, was wir trotzdem drauf haben. So, das Problem ist nur, ich bin hier an dem E vorbei. Und dann ist Skate geschafft. So, dann noch einen Statpoint einsammeln. Was ist mit dem hier? Muss ich den hier auch noch beeindrucken? Oh, nee, so nicht wahrscheinlich. Nee, dafür habe ich wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr die Zeit, deswegen nicht. Warte! Suche ich mir jetzt wieder noch was anderes, nämlich. Das war lang. Oh Mann, das war ein Klassiker. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die ganze Zeit irgendein Depp rumgelabert hat und rumgesprochen hat. Du bist so scheiße. Und hast du nicht gesehen? Ah, Melon. Scheiße. Meine Zunge, meine Zunge! Ja, deine arme Zunge. Warum tust du mir nicht leid? Meine Zunge, meine Zunge! Das ist ja richtig nervig. Könnt ihr nicht mal die Klappe halten? So, hier muss man reinspringen, damit wir den Idioten begraben können. So, wie sieht's hier aus? Oh, ja doch, das war gar nicht so schlecht. Da hinten ist nämlich das Hidden Tape. Oh, ob ich da von der Zeit her noch hinkomme?
das ist fraglich, denn hier muss ich grinden, damit ich hier... Pinkelt der da gerade runter? Von der Pipe? Ich glaube, es hakt. Wie kommen wir denn da hin? So. Tatsache, der pisst da einfach runter. Ja, genau. Und dann stöhnt er noch rum. So, jetzt müssen wir hier nur noch rauf. Ups, nein, wow, verdammt. Das war eigentlich nicht so geplant. Jetzt können wir noch versuchen, den Score zu knacken. Oh, vielleicht kriegen wir diesen Hosenscheiß aus der Schule. Oh, leider vorbei, aber was soll's. So, Casper nochmal. Und dann haben wir auch den Hammerscore. Na, das läuft doch. Na, das Bild war jetzt nicht so prall, ne? Na, Level Rio läuft und, naja, zwei Sachen. Ich hätte es verdammt nochmal auch wieder in einem Run schaffen können. Ah, tut mir leid, Leute. Ich bin selbst sehr enttäuscht von mir. Also, das müsst ihr mir glauben. Nee, ist echt so. Also, das geht schon besser. Mach schon! So, jetzt wird's interessant, was die Skater angeht. Das kannst du doch besser! Ja, jetzt gib mir doch mal kurz ein paar Minuten. So, das müsste reichen. Damit wäre der erste befriedigt, sage ich jetzt mal. Und der zweite. Dann du noch. Dafür du siehst zu. Drei, dann war doch hier auch noch einer, oder? Nicht? Ach, hier ist er. Nicht sehr beeindruckend. Ich bin auch noch nicht fertig, ja? Schön. Ja, schön finde ich auch. Das reicht schon. So viel Anspruch wirst du jetzt schon nicht haben. Sag ich doch. Und der letzte steht hier in der Ecke. Oh, ich liebe diesen Misty Flip einfach. So, das wäre auch geschafft. Schade, da wollte ich eigentlich hin, aber dann gehen wir das so an. Komm, Steppoint und rüber. Ach, schade, immerhin 4. Und im 5. weiß ich ja auch, wo er ist. Ich habe ja schon zweimal versucht hinzukommen. Diesmal werde ich schaffen und dann noch direkt das Tape holen. Dann haben wir alles. Und das ist natürlich dann sehr chillig. So, dann versuchen wir direkt mal hier hochzukommen. Nein, das klappt nicht. Dann müssen wir so machen. Auch nicht schlecht. Ah, und ich sehe schon, das muss man nicht die ganze Zeit machen. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ey, du bist nur am Pissen, Junge. Ach, gibt's ja nicht. So, und rüber. So, und jetzt gleich hier aufs Erste. Ast rein. Und damit haben wir alle Ziele erfüllt, wie ihr lesen könnt. Und wir beenden den Lauf und wechseln direkt nochmal das Level. Beeindrucke die Skill. Läuft. Neuen Spezialtrick brauche ich nicht. Ich bin ABC und mein Name ist Hase. Hä? Ha. Passt schon. So. Level wechseln. Ab nach Rio. Und hier findet unser erster Wettbewerb statt. Und wir brauchen nicht mal eine... ich denke, jeder sollte klar sein. Eine Runde... Also eine Runde dauert eine Minute. Und man muss so viele Punkte machen wie möglich. Oh, scheiße. Und möglichst nicht stürzen, sonst gibt es Punktabzüge. Und insgesamt gibt es 3 Runden. Und die besten 2 werden am Ende gewertet. Und ich dachte mir jetzt eigentlich, ich mache das so schnell, dass ich das noch in den kompletten Part hier packen kann. Was natürlich sehr geil wäre. Und da kommt der 900 und er landet ihn sogar. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ganz ehrlich, ich bin überzeugt, dass sie nicht ansatzweise so viele Punkte machen. Deswegen machen wir einen Lauf beenden. Oh ja, okay. Okay. Da habe ich sogar mit mehr gerechnet. Aber 93,3 reicht mir schon mal dicke für den ersten Platz. Und die zweite Runde machen wir direkt im Anschluss. Was so viel bedeuten wird, wie wir schaffen das von der Zeit her. Wir schaffen die ersten 3 Level perfekt in unseren ersten 15 Minuten. Ich sage, das wird kein langes Let's Play. Aber ich zeige euch einfach, wie das geht, wenn man hier Vollgas gibt. Und Vollgas ist immer gut. So, landen wir mal kurz zwischendurch. Ups. So, und jetzt sind wir gleich zu Ende. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal schön den 900 auspacken. Den Misty Flip. Landen. Lauf beenden. Und damit war's das.
Wir sehen, das wird wahrscheinlich nicht für den ersten Platz reichen. Oder doch? Natürlich wird es das. Und da ist der erste Platz. Die Runde skippen wir. Lauf beenden. Ganze 10 Punkte für den Anlauf, ja? Hey! So. Und da haben wir es. Endergebnis. Tony Hawk, Wolverus auf Platz Nummer 1. Du hast die Goldmedaille gewonnen. Und damit bis zum nächsten Part.